Ich wünsche euch viel Spaß mit Toni Bauer. Viel Spaß. Was geht ab, Köln? Und nein, ich komme nicht aus der Schule. Ich komme aus Duisburg-Marxloh. Für alle, die Duisburg-Marxloh nicht kennen, ist ein bisschen so wie so ein Gulliloch mit Brautmodengeschäften. Da gibt es ehrlich gesagt auch keine richtigen Schulen. Meine Mama hat mich mit 9 Jahren zum ersten Mal aus der Schule genommen. Wir hatten eine Raucherecke in der 3. Klasse. Aber ich sehe, was ihr denkt, Köln. Ich sehe, was ihr denkt. Ihr fragt euch, was macht dieses Kindermodel mit seinem For You Scout Rucksack auf der Bühne? Das einfach erklärt. Ich habe Kurzdarmsyndrom. Ich bin chronisch krank und schwerbehindert. Auch wenn man mir das ganz näher ansieht. Und in meinem For You Scout Rucksack, darin müsst ihr euch so eine Aldi-Tüte vorstellen. Und die ist gefüllt mit Flüssigkeit. Und die Flüssigkeit läuft jeden Abend in meinen Körper. Und das, was ihr hier seht, das ist mein, nun ja, das ist mein langer Schlauch. Und den bezeichne ich selber gern als Schlauch des Lebens. Und aus meiner Brust, da guckt so ein Mittelfinger. Und das ist der Schlauch der Empfängnis. Und jeden Abend treffen sich Schlauch des Lebens und Schlauch der Empfängnis und berufen mich in den Rat der Ältesten. Dann bin ich Vorstand der Gefickten. Gott hat mich gefickt. Gott hat mich so hart gefickt, selbst die Duisburger Organmafia hat keinen Bock mehr auf mich. Halit, Murat, Jamal, der nicht, Bruder, der nicht. Da war schon einer. Mittlerweile sind die 3 meine besten Freunde. Früher kam der Arzt mal auf mein Krankenhauszimmer, hat mich angeguckt, hat zu mir gesagt, Toni, du musst sehr gut auf dich aufpassen. Du bist nämlich jetzt ein Fallschirmspringer. Das hört sich nur besser an, als so einen 8-Jährigen zu sagen, hör mal zu, Kollege, Gott hat dich gefickt. Und beim Versteckenspielen werde ich auch immer als Erster gefunden. Nur mein Vater, den findet keiner. So viel ist passiert, Köln, so viel ist passiert. Ich war blind, ich war gelähmt, ich habe Löcher in meiner Wirbelsäule, ich war im Koma, ich war 2-mal im Koma und die Leute fragen mich immer, Toni, erzähl mal, wie war Koma so? Und Koma ist richtig scheiße. Also egal, was davor habt, macht das nicht. Außer ihr wollt mal ausschlafen, das ist das Einzige, was ihr da machen könnt. Kriegt da eine Spritze, werdet da weggeschossen, aufstehen müsst ihr selber, hilft euch keiner. Aber ich habe eine super Mama. Als ich wach geworden bin, hat die mir erstmal mein Handy gegeben. Schreibt zurück. Habe ich geguckt, 1500 Nachrichten Abwesenheit. 1500 und nicht von verschiedenen Personen. Nein, von meinem besten Kumpel Hassan. Um euch Hassan ein bisschen näher zu bringen, um euch Hassan ein bisschen zu erklären. Hassan schreibt sich selber gerne mit Z aus ästhetischen Gründen. Ihr merkt, der Typ hat die Schule beendet, anders als ich. Hassan ist so ein byzantinischer Kanake. Der war sofort in Düsseldorf auf der Schule. Sofort Level 2. Und wenn du mit Hassan unterwegs bist, dann lässt er sich von den Frauen immer die E-Mail-Adressen geben. Letztes Mal gucke ich den an, sage ich, Hassan, warum lässt du eigentlich von den Frauen immer die E-Mail-Adressen geben? Sagt er zu mir. Bruder, du musst Fuchs sein. Wenn ich den ganzen Tag an meinem Handy schreibe, dann denkt meine Freundin, ich würde die betrügen. Aber wenn ich den ganzen Tag E-Mail schreibe, dann denkt die, ich mach Business. Und, wie läuft mit deinen Freundinnen? Voila, die hat Schluss gemacht, ja. Frag dich mal warum, du Vogel. Bestimmt nicht aus ästhetischen Gründen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn so ein Hafensänger euch schreibt, während ihr im Koma seid, was das für Nachrichten werden? Bruder, wie geht's? Kommst du raus? Hast du Lust auf Kino? Im Hintergrund Kinoplakat fotografiert, 7 Leben. Ja, du hast neue Freunde, ne? Walla, du hast dich voll verändert. Alle sagen das.
Wenn deine Mutter liebt, schreib sie zurück. Hurensohn. Konnte ich nicht auf mir sitzen lassen, direkt angerufen, klargestellt. Hassan, Bruder, wie geht's dir? 8 Monate nichts von dir gehört, lange Zeit, Bruder. Wallah, Bruder, schreib mir nicht mehr. Du bist ein Bastard. Ich suche mir einen besten Freund, der genauso groß ist wie ich. Digga, chill doch, chill. Ich war im Koma. Wallah, du warst Koma? Ja, Bruder, ich war im Koma. Sag Wallah, du warst Koma. Wallah, ich war Koma. Tschüss. Warum sagst du nicht Bescheid? Wie soll ich dir Bescheid sagen, Junge? Ich bin aus, mein Handy ist aus, alles ist aus, alles standby, Bruder. Keiner kann dir Bescheid sagen. Stimmt, ja, stimmt. Egal, gute Besserung. Aufgelegt. Gute Besserung? Wir haben 437.000 Worte im deutschen Duden. Und du sagst mir gute Besserung? Schwanz. Was soll ich sagen, Köln? Der Typ ist immer noch mein bester Freund. Das nenne ich Qualitätsfreundschaft. Oder fehlende Alternativen. Also wenn ihr jemand Bock hat... Wenn ihr jemand Bock hat, mein bester Freund zu werden, außer Johann mit Y. Hassan mit Z habe ich überlebt, aber Johann mit Y? Ich glaube nicht, dass der liebe Gott dir dreimal Glück schenkt, Alter. Köln, so viel ist passiert. Beim letzten Mal war ich auf Intensivstation, hatte ich zu hohe Leberwerte. Weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen, kam der Arzt auf mein Krankenhauszimmer, guckt mich an und sagt zu mir, Toni, wir haben eine gute Nachricht und wir haben eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, deine Leberwerte werden besser. Die schlechte Nachricht ist, wir glauben, du hast Depression. Ich bin 14 Jahre alt. Ich habe noch nie was von Depression gehört. Ich komme aus Duisburg-Marxloh. Da ist der Rallye-Streifen in der Unterhose der Gesellschaft. Wenn du da sagst, du hast Depression, denken die, du arbeitest im Kohlekraftwerk. Also fange ich an, meinen inneren Monolog mit Gott zu führen, weil ich so verzweifelt bin. Ich sag, Gott, ich will dir jetzt nicht in einen Plan reinreden. Und ich weiß, du würfelst nicht. Aber ich war blind. Ich war gelähmt. Der Mikrofonständer ist genauso groß wie ich. Ich habe Benjamin Button. Ich komme aus Duisburg-Marxloh. Was hast du vor mit mir, Mann? In dem Moment kommt meine Mama rein, sieht, wie ich am Boden zerstört bin und fängt an, mich zu streicheln, um mich zu trösten. Mein Sohn, was hast du denn? Mama, hör doch mal auf, Mama, ja. Wie sieht das denn aus hier, Mann? Mama, die haben gesagt, ich habe Depression. Depression, ha? Depression, ha? Du hast keine Depression. Depression ist was für reiche Kinder. Du bist arm. Ich weiß ja nicht mal, wer dein Vater ist. Du bist bestimmt nicht mal krank, wa? Hör auf zu simulieren, hol deine Jacke, wir fahren jetzt nach Hause. Mama, ich bin hier wegen, hol deine Jacke, wir fahren nach Hause. Dann war ich auch zu Hause. Dann war ich quasi der erste Patient in der Geschichte der Intensivstation, der aus der Intensivstation entlassen wurde und dann zu Hause war. 3 Monate später war ich wieder im Krankenhaus, hatte ich Tuberkulose, hat mein Opa mich angesteckt. Aber das ist eine Geschichte für das nächste Mal. Meine Oma glaubt immer noch, der hat das vom Penny, aber das ganze Krankenhaus weiß, der war im Puff. Aber Köln, so ist es, oder? So ist es häufig. Wir müssen erst ein paar Mal sterben, bevor wir cool leben dürfen. Peace, mein Name ist Toni Bauer. Vielen Dank für euch, Toni Bauer.